Ja, meine Damen und Herren, heute ist der 23. Tag des Monats Av im Jahr 2748 nach der Schöpfung. Heute, wie Sie vielleicht alle schon gehört haben, ist Samuel gestorben. Und Israel, unsere junge Monarchie, trauert um ihren letzten Richter und großen Propheten. Wir hier bei Israel News haben deshalb exklusiv aus unserem Nachrichtenarchiv die bedeutendsten Meldungen aus der Zeit deines Wirkens noch einmal zusammengeschnitten zu einem bewegenden Rückblick, wie ich finde. Die ersten Szenen, die wir in unserem Archiv gefunden haben, liegen nun schon bald 70 Jahre zurück. Viel Freude bei unserem Rückblick auf Samuels Leben. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Israel News. In der Nacht des Schabbat ereignete sich in Silo im Heiligtum des Herrn diese Woche etwas Außergewöhnliches. Ein Ereignis, das es lange nicht mehr gegeben hat. Der Herr soll gesprochen haben, aber nicht zu einem Priester, nein, zu einem Diener, einem Kind. Mit diesem Kind soll eine besondere Geschichte verbunden sein. Wir wollten mehr erfahren und haben unsere Reporterin nach Silo geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir sind jetzt mit Rebecca verbunden. Rebecca, was genau ist in dieser denkwürdigen Nacht passiert und um was für ein Kind handelt es sich? Ja, hallo liebe Judith, herzlich grüßt nach Gibea in den Redaktionssitz. Ja, ich bin hier in Silo, wie Sie sehen, vor dem Tempel des Herrn. Und bei mir ist heute der oberste Priester Eli. Ja, er ist schon viele Jahrzehnte am Heiligtum tätig. Vielleicht kennen Sie ihn ja auch schon persönlich. Eli, schön, dass Sie Zeit haben, mit uns zu sprechen. Gerne. Wir haben ja gehört, heute Nacht hat sich etwas Unerhörtes im Heiligtum ereignet. Der Herr soll gesprochen haben. Also das ist wirklich sehr lange nicht mehr vorgekommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon darüber berichtet habe. Wir wollen jetzt unbedingt wissen, was ist geschehen? Was ist seine Botschaft? Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte. Ja, und? In der Nacht weckte mich der kleine Samuel, mein Diener. Er meinte, ich hätte ihn gerufen. Aber ich habe tief und fest geschlafen, also habe ich ihn wieder ins Bett geschickt. Aber er kam nochmal. Und als er dann ein drittes Mal kam, da fiel mir ein, dass der Junge ja direkt neben der Lade des Herrn geschlafen hatte und es vielleicht Gott war, der ihn gerufen hatte. Der Kleine hat ja noch nie die Stimme Gottes gehört. Also habe ich ihm gesagt, nächstes Mal, wenn dich jemand ruft, sagst du einfach, rede, dein Diener hört. Rede, dein Diener hört, okay. Und hat's funktioniert? Naja, der Junge ist zumindest die Nacht über nicht wiedergekommen und hat mich in Ruhe schlafen lassen. Als er dann morgens die Tür des Heiligtums geöffnet hat, hat er sich aber ziemlich merkwürdig verhalten. Merkwürdig? Inwiefern denn merkwürdig? Naja, ich merkte, er fürchtete sich und wollte nicht so recht mit der Sprache raus. Aber Sie haben es ihm doch sicher aus der Nase gezogen. Oh ja. Was hat der Herr? Ja, ich hab's ihm aus der Nase gezogen, das stimmt. Ja und? Was war nur die Botschaft? Die Botschaft. Ja und? Die Botschaft war etwas unerfreulich für mich. Nun ja, die Botschaft war rein privater Natur. Also nichts, was das Volk angeht. Okay, aber der Herr hat mit Samuel gesprochen. Also ist er denn jetzt der neue Prophet des Herrn, auf den wir schon so lange warten? Wer weiß. Gut möglich, dass Gott schon etwas Besonderes mit ihm vorhat. Ja, also ich habe gehört, dass Samuel schon länger bei Ihnen im Tempel lebt. Das ist ja doch recht ungewöhnlich, so ein Kind im Heiligtum. Wie ist denn das eigentlich gekommen? Nun, ja, das war eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich saß am Türpfosten des Heiligtums. Da kam eine Frau,
die kniete ewig vor der Lade des Herrn und babbelte tonlos und ja, schwankte hin und her. Ich dachte, die sei besoffen, sprach sie dann darauf an. Sie weinte und sagte, sie habe Kummer und dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet. Schweren Kummer und großes Herzensleid hätte sie. Ah, schweren Kummer. Und was haben Sie dann getan? Ich sagte ihr, Gott würde ihre Bitte erfüllen. Und? Und einige Jahre später stand sie mit dem Kind vor der Tür und wollte es da lassen. Es dem Herrn weihen. Stellte sich raus, sie war so traurig, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Und die andere Frau ihres Mannes hatte jede Menge. Und es brach ihr das Herz, das mit anzusehen. Und sie hatte um ein Kind gebeten. Und Gott hatte es ihr geschenkt und sie wollte es ihm zurückgeben. Sagte, sie hätte es versprochen, wenn Gott ihre Bitte erfülle. Okay, also das Kind war ein Geschenk Gottes für diese Frau und dann kam deswegen der Junge zu ihnen und ist im Tempel aufgewachsen. Ja, genau. 5 Jahre ist das her. Ja, so lange ist er schon hier. Ja, also das ist ja wirklich eine sehr aufregende Geschichte, meine Damen und Herren. Was wird wohl aus diesem jungen Samuel werden? Das fragen wir uns alle. Wir hegen große Hoffnungen, vielleicht ein neuer Prophet, vielleicht auch ein Priester. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, lieber Eli, dass Sie uns sich die Zeit genommen haben. Wir sind sehr gespannt. Ja? Erstmal zurück ins Studio zu Judith. Vielen Dank, Rebecca. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Israel-News. Wir begrüßen Sie zu einer Sondersendung zu den aktuellen Ereignissen in Mizpah. Nachdem Israel jahrelang von Richtern geführt wurde, ist Widerstand dagegen immer lauter geworden. Immer nachdrücklicher wurden die Forderungen nach einem König. Zur Begründung hieß es, das Stämmesystem mit den Richtern sei nicht mehr widerstandsfähig genug gegen äußere Feinde. Zudem hätten alle anderen Nationen auch bereits einen König. Nun scheinen sich diese Stimmen durchgesetzt zu haben. Wir schalten live nach Mizpah. Dort haben sich auf Geheiß des langjährigen, berühmten Richters und Propheten Samuel die Stämme Israel zu einer großen Versammlung zusammengefunden. Denn heute nun wurde ein König für Israel bestimmt. Rebecca, wie ist die Stimmung dort und wer wurde denn nun gewählt? Wer ist denn der König? Ja, hallo, willkommen aus Mizpah, ich hoffe, Sie können mich hören. Also Sie sehen ja, ich stehe hier mitten in der feiernden Menschenmenge. Vor etwa einer Stunde wurde vom Richter und Propheten Samuel verkündet, wen Gott als neuen König für Israel auserwählt hat. Und hier hinter mir, können Sie ihn sehen? Ja, da hinten, der einen Kopf größer ist als alle anderen. Ja, dieser gut aussehende junge Mann, der heißt Saul. Und das ist unser neuer König aus dem Stamm Benjamin. Also ich konnte leider jetzt an Samuel und Saul persönlich nicht rankommen für ein Interview, aber wir haben hier den Diener Sauls gefunden. Ja, der hat ihn überall hin begleitet, sagt er jedenfalls. Er wird uns mal erzählen, wie das jetzt alles gekommen ist. Joram, Sie sind Sauls Diener. Haben Sie denn dieses große Ereignis heute kommen sehen? Ja, es gab Vorzeichen. Okay, Vorzeichen. Was denn für Vorzeichen? Wir hatten die Eselinnen verloren. Sie hatten die Eselinnen verloren? Ja, das war vielleicht eine Geschichte. Stellen Sie sich vor, Kisch, Sauls Vater, hatte seine Eselin verloren. Ja, das habe ich schon Eselin verstanden, aber was hat das jetzt mit dem König zu tun? Und ich musste sie mit Saul suchen. Wir sind hin und her, dort und überall nichts. Ja, und? In die Gegend von Zuf. Dort hörten wir von einem Mann Gottes, der gerade in der Stadt war. Dem wollten wir ein Geschenk bringen. Da hat er uns zum Opferfest gleich eingeladen, das gerade in der Stadt gefeiert wurde. Saul auch noch einen Ehrenplatz gegeben. Und am nächsten Morgen hat er mich und Saul aus der Stadt geführt und
ihn mit Öl übergossen und gesagt, er sei nun zum König gesalbt. Gott hätte ihn auserwählt. Okay, also der Mann hat ihn zum König gesalbt, als sie die Eselinnen gesucht haben. War das etwa Samuel? Ja, habe ich mir doch gedacht. Also das ist ja ein Ereignis. Es ging ja noch weiter. Bei Gilgal gerieten wir in eine Schar Propheten. Da wurde der Herr plötzlich vom Geist Gottes ergriffen und geriet in Verzückung. Aber wir erzählten niemanden davon. Die ganze Geschichte ist ja doch etwas zu verrückt. Israel hatte noch nie einen König gehabt. Und nun sollte ausgerechnet mein Herr der Beste sein, der Erste sein. Ich merkte, er konnte es selbst nicht ganz glauben. Also eine verrückte Geschichte. Und das war jetzt alles noch vor der heutigen Versammlung. Ja, genau. Das war vor einigen Wochen schon. Ja, dann lassen Sie uns doch mal jetzt zu heute kommen. Wie haben Sie denn nun diese Versammlung heute erlebt? Ich habe ja gehört, Samuel hätte sich recht deutlich gegen einen König ausgesprochen. Ist das richtig? Das schien mir auch so. Er war wohl ganz und gar nicht begeistert. Meinte, Gott sollte der einzige König über Israel sein. Und er hat sie gewarnt. Der König würde Arbeitskraft und Abgaben von ihnen fordern, ihre Freiheit einschränken. Also, ich meine, lassen Sie mich eine kritische Frage stellen. Meinen Sie nicht, dass das vielleicht auch etwas damit zu tun hatte, dass Samuel durch die Ernennung eines Königs seine Macht verliert? Ich meine, immerhin ist er ja schon seit Jahrzehnten einer der besten und beliebtesten Richter hier im Land. Und er hat das Volk durch viele schwierige Zeiten auch weise geführt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube eigentlich nicht. Er meinte, Gott hätte es ihm gesagt und er sei schließlich ein Prophet und habe zu verkündigen, was Gott ihm aufgibt. Wir bekämen unseren König und müssten mit den Konsequenzen leben. Mit den Konsequenzen leben? Also das klingt ja etwas ominös. Und das Los ist dann auf Saul gefallen, habe ich gehört. Ja, genau. Sie haben meinen Herrn geholt und in die Mitte gestellt. Und dann hat Samuel verkündet, den hier hat Gott zu eurem König erwählt. Ja, und wie Sie sehen, also das Volk ist begeistert. Die Feier wird wahrscheinlich noch die ganze Nacht gehen. Und ein neues Zeitalter bricht also für unser Land an. Große Hoffnungen werden in den neuen König gesetzt. Wird er uns in eine bessere Zukunft führen? Wir sind gespannt. Vielen Dank und zurück ins Studio. Vielen Dank für diese ersten Eindrücke, Rebecca. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Israel-News. Wir sind im 7. Regierungsjahr König Sauls. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir heute einen besonderen Beitrag für Sie vorbereitet. Samuel, der kurz nach der Ernennung Sauls zum König sein Richteramt niedergelegt hatte, aber weiterhin als Prophet tätig ist, war zu einem Interview bereit. Er hat die Umbruchszeit live miterlebt. Mit ihm blicken wir noch einmal auf sein bisheriges, bewegtes Leben zurück. Unsere langjährige Reporterin Rebecca hat ihn zu Hause in Rama besucht und mit ihm gesprochen. Ja, Samuel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu sprechen und dieses Interview zu führen. Sie sind ja nun schon viele, viele Jahre bei uns auch als Prophet im Land tätig. Und ich erinnere mich, Sie haben damals auch große Hoffnungen in Saul gesetzt, nachdem Sie ihn zum König gesalbt haben. Aber Sie hatten auch Ihre Vorbehalte. Jetzt schauen wir doch mal heute zurück. Was sagen Sie jetzt? Hat er Ihre Hoffnungen erfüllt? Ja, große Hoffnungen in Saul gesetzt. Ja, er hat ja auch einige große militärische Erfolge errungen.
Aber es gab auch immer wieder Schwierigkeiten mit Saul. Es geht ihm seelisch nicht gut. Immer wieder diese Depressionen, diese Phasen, diese depressiven Phasen, dann wird er wieder jähzornig, auch wird er zunehmend paranoid. Er fühlt sich doch ständig bedroht, wenn andere erfolgreich sind. Das ist schlecht für einen König. So kann ich vernünftig regiert werden. Ach, dieser Verfolgungswahn. Er fühlt sich ständig bedroht? Also spielen Sie etwa auf David an, der militärisch so unglaublich erfolgreich gekämpft hat für uns? Man hört ja, Saul würde ihn misserweise richtig hassen und ihn mit aller Macht verfolgen und versuchen, ihn zu vernichten. Ich meine, schließlich ja, ist die öffentliche Meinung immer stärker, die sich auch für David als neuen König ausspricht. Was sagen Sie denn dazu? Ja, genau. Aber Saul drängt David ja auch in diese Rolle. Ich kenne David. Er ist ihm ausgesprochen loyal gegenüber und hätte weiterhin treu für Saul gekämpft, wenn der nicht Panik bekommen hätte und ihn angefangen hätte, ihn zu verfolgen. Aber schlimmer noch als das ist das andere, das mir auf der Seele liegt. Saul schert sich nicht mehr um das, was Gott will. Er setzt sein ganzes Vertrauen nicht mehr in ihn, der ihm doch die Macht gegeben hat und als einziger erhalten kann. Also sehe ich das richtig so, dass Sie jetzt keine Zukunft mehr für König Saul sehen? Weniger und weniger. Ich bin enttäuscht und traurig. Ich hatte immer befürchtet, dass es vielleicht so kommen könnte, wenn Israel die Königsidee durchdrückt. Ja, was sagen Sie denn jetzt? Ist das Projekt Königtum für Israel gescheitert? Wünschen Sie sich denn jetzt die Richterzeit zurück? Nee, ich denke nicht, dass es ein Zurück zum alten System geben kann. So viel ist seitdem passiert. Doch, ach, Saul tut dem Land einfach nicht gut. Ja, wie sagen Sie denn jetzt, kann es denn jetzt weitergehen? Also ich meine, die Lage ist ja derzeit schon sehr angespannt. Ja, und Sauls Macht ist ziemlich instabil. Was sagen Sie, wird es Jonathan werden, der neue König? Oder sind Sie eher auf der Seite der Rebellen? Ich meine, man hört ja, dass täglich David mehr Zulauf bekommt. Wer wird es denn nun werden, der Neue? Schon vor vielen Jahren hat mir Gott offenbart, wer der neue König werden wird und mich beauftragt, ihn zu salben. Doch es steht mir noch nicht an, darüber zu sprechen. Und bislang hat sich seine Prophezeiung nicht erfüllt. Als alter Mann frage ich mich manchmal, ob ich damals wirklich das Richtige getan habe, als ich dem Willen des Volkes nachgegeben und Saul zum König gemacht habe. Was haben wir jetzt? Überall herrscht Krieg und ein unberechenbarer und unsicherer König führt das Land. Also Samuel, ich muss jetzt noch mal fragen, Sie sind ja beim gesamten Volk so anerkannt wie kaum jemand sonst. Ja? Sie haben sich jahrzehntelang für uns als guter Richter erwiesen und Sie haben ja auch als Prophet jetzt uns in den schwierigen Umbruchszeiten als Gottes Sprachrohr zur Seite gestanden. Und jetzt, also ich kann es kaum glauben, zweifelt etwa jetzt der große Samuel? War vielleicht die Verantwortung in dieser bewegten Zeit für Sie eine zu starke Belastung? Sicher, es war oft schwer, aber ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Als Prophet wird man von Gott bestimmt, als Richter vom Volk gewählt. Ich habe versucht, Gott in jeder Hinsicht zu folgen, als Gerechter nach seinen Geboten zu leben und das zu tun, was für die Menschen, für die ich Verantwortung trage, am besten ist. Ob man das später auch so sehen wird, das mögen die Generationen nach mir beurteilen. Ja, und Sie möchten uns wirklich nicht sagen, wen Gott als neuen König bestimmt hat? Geben Sie uns doch bitte wenigstens einen Hinweis. Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, aber
ich kann Ihnen sagen, wen Gott Ihnen als Ehemann bestimmt hat. Mir als Ehemann? Ach, meine Güte. Keine Sorge, es ist ein ganz netter, auch nicht mehr ganz so jung wie Sie. Keine Sorge. Vielen Dank. Vielen Dank, Samuel. Unsere Zeit ist leider um. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen, aber wir müssen jetzt schnell zurückgeben ins Studio. Es tut mir leid, die Zeit ist einfach um. Vielen Dank. Zurück zu Ihnen. Wir sind morgen um dieselbe Zeit wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Ich wünsche einen schönen Abend. Sie haben gesehen, der Prophet Samuel blickt auf ein langes und vielfältiges Leben zurück. Wir haben versucht, diese 25 Kapitel, in denen Samuel in der Bibel eine Rolle spielt, ein bisschen unterhaltsam für Sie zusammenzufassen, damit Sie ein bisschen Überblick bekommen von diesem Leben. Jetzt wird es ja in den folgenden Wochen zu Personen aus dem Alten Testament, zu Propheten aus dem Alten Testament, wie gesagt, eine Reihe geben. Und ich möchte ausnahmsweise heute, weil sich das bei der Person Samuel anbietet, ein kleines Vorwort machen. Und zwar ein kleines Vorwort darüber, wie ich mit diesen alten Texten umgehe. Normalerweise hören Sie das von mir nicht. Normalerweise predige ich einfach und erkläre Ihnen nicht, welchen Hintergedanken, mit welchem Ansatz ich an die Texte herangehe. Aber da das heute bei dem Text besonders eine besondere Situation ist, möchte ich Ihnen das einfach nochmal berichten. Also Samuel, haben Sie ja gerade gehört, lebte in einer großen Umbruchszeit. Das ist eine Zeit gewesen, in der Israel als Staat erst entstanden ist. Und diese Zeit ist also in der historischen Forschung faktisch eigentlich nicht zu fassen. Erst von David gibt es schließlich archäologische Funde, die die biblischen Berichte auch untermauern. Und in der historisch-kritischen Forschung ist man sich bis heute komplett uneins, wie Israel eigentlich davor aussah, bevor es diese Königszeit gab. Und das, was wir Richterzeit nennen, also wir haben ja eben immer von Samuel als dem letzten Richter gesprochen, das wird in der Bibel als so eine Art Stämmesystem beschrieben. Also Großfamilien mit patriarchalen Oberhäuptern, die sind alle durch einen gemeinsamen Glauben und durch eine gemeinsame Herkunft lose verbunden. Und aus diesem losen Verbund entsteht dann hin und wieder mal eine große Führungsgestalt, eine charismatische Führungsgestalt, die dann zu Leitungsfunktionen aufsteigt. Und diese werden eben Richter genannt. Aber wir haben keine Ahnung, ob es dieses System wirklich mal so gab, historisch. Nachweise gibt es, wie gesagt, dafür nicht. Und das liegt auch in der Natur des Systems. Also es war einfach kein System, in dem auch etwas aufgeschrieben wurde aus dieser Zeit, in dem nichts groß gebaut wurde, von dem man jetzt etwas übrig haben könnte. Das heißt, Samuel ist als historische Person für die biblische Forschung kaum fassbar. Und genauso auch die Zeit, in der er gelebt hat. Zu vieles wissen wir halt einfach nicht. Und es bringt deshalb auch wenig, darüber zu spekulieren. Ich glaube, es geht vielmehr darum, was wir machen können, ist, wir können auf die Texte schauen, die wir haben, und wir können fragen, was wollten denn die Menschen, die das geschrieben haben, mit diesen Texten aussagen? Warum haben sie sie so erzählt, wie sie sie erzählt haben? Warum wird Samuel so charakterisiert, wie er charakterisiert wird? Und was können Sie hier heute als Hörende, als Lesende aus diesen Texten mitnehmen, aus dieser Person mitnehmen, wie sie beschrieben wird? Und deshalb schaue ich mir die Texte so an, wie sie heute vorliegen, obwohl ich weiß, dass es historische Unsicherheiten gibt und wir nicht genau wissen, wie es nun damals war und wie es wirklich mit Samuel war. Aber ich lege den Fokus nicht auf diese Frage, weil ich sie nicht beantworten kann und weil sie auch nicht für uns heute besonders relevant ist, sondern ich schaue mir an, wie sehen die Texte am Schluss aus und was sagen sie uns dann. So, das war mein Vorwort heute für den Umgang mit den Texten, die ich da habe. Samuel war also eine wirklich faszinierende Persönlichkeit und deshalb habe ich sie ausgewählt für den Beginn dieser Reihe, weil er an einem Umbruch der Zeiten, einer Zeitenwende gewirkt hat. Einerseits
Ist er ein Prophet, der schon als Kind seine erste Botschaft von Gott empfängt? Auf der anderen Seite wird er später ein etablierter Richter im Land. Das heißt also, von überall her kommen also Menschen zu ihm mit ihren Problemen, mit ihren Konflikten, die er dann löst und klären soll. Er ist also Richter und Prophet zugleich. Und er ist damit auch in seiner Person schon die Verschränkung der großen Zeitenwende, in der er lebt. Er ist als letzter Richter derjenige, der sein Amt schließlich niederlegt für den König und damit ein politisches System offiziell beendet. Und er ist der erste Prophet, der die Herrschaft des Königs begleitet und für diesen als Sprachrohr Gottes zu seinem wichtigsten Berater und Kritiker wird. Und damit begründet er ein neues Zeitalter, die Zeit der Könige. Samuel ist derjenige, der persönlich den ersten und zweiten König Israels salbt und damit auch legitimiert. Er ist es aber auch, der sie gleichzeitig anzweifelt und kritisiert. Er gestaltet also diesen politischen Umbruch ganz wesentlich mit und er deutet ihn auch gleichzeitig theologisch, eben als letzter Richter und erster Prophet. Und ich möchte mit Ihnen kurz noch zwei Aspekte aus seinem Leben anschauen. Einmal möchte ich mit Ihnen die Kindheitsgeschichte von Samuel anschauen, die wir ja eben schon ein bisschen gehört haben, und schauen, was können wir daraus erkennen, was ist eigentlich die Aufgabe, die Voraussetzung für einen Propheten. So eine Art Grundkurs in Prophetie. Und auf der anderen Seite schauen wir uns an das Leben von Samuel später. Was hat er gewirkt? Und was können wir von ihm lernen, wie man Veränderungsprozesse gestaltet? Diesen beiden Aspekte möchte ich mit Ihnen anschauen. Also zuerst können wir aus seiner Kindheitsgeschichte so einen kleinen Prophetie-Grundkurs lernen. Zu Anfang hören wir, Samuel ist schon von seiner Mutter als lang ersehntes Geschenk Gottes wahrgenommen worden. Also er wurde ja sehnlichst erbeten und als er dann geschenkt worden war, hat ihn die Mutter wieder zurückgegeben, wo sie ihn sozusagen herbekommen hatte. Also sie hat ihn Gott zurückgeschenkt. Und ich vermute, dass sie auch diese Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber an ihren Sohn vermittelt hat. Und Samuel wächst nun in allernächster Nähe zu Gott auf. Er schläft sogar direkt neben der Lade Gottes. Sie haben mich ja schon öfter von dieser Lade und von dem Allerheiligsten erzählen hören und wie heilig das war und wie man sich dem damals sich nicht getraut hat, sich der Lade zu nähern, aber nicht Samuel. Samuel schläft direkt daneben und er lernt von klein auf alles, was man damals über Gott wusste und er lernt, wie man nach seinen Geboten lebt. Also Samuel bringt als Prophet die perfekte Voraussetzung mit, denn er lebt und denkt und lernt ganz nahe bei Gott. Er weiß sich auch und sein Leben als von Gott geschenkt. Und diese Haltung, das ist eine Qualität, die man als Prophet braucht. Die zweite Lektion, die wir aus der Kindheitsgeschichte von Samuel lernen können, ist, wie er anfängt, auf Gott zu hören, auf Gott hören zu lernen. Also die schöne Geschichte, wie er eben nachts schläft und dann hört er seinen Namen rufen und er denkt, das ist Eli und er läuft hin und es stellt sich also heraus, er ist es gar nicht, er muss erst lernen, dass es eigentlich Gott ist, der ihn gerufen hat. Und er lernt zu sagen, sprich Herr, denn dein Diener hört. Das Hören auf Gott, das muss auch erst gelernt werden. Und das hören wir hier auf kindliche Weise, wie der kleine Samuel das lernt. Aber es wird auch in den kommenden Wochen bei den Propheten immer wieder Thema sein, wie Gott zu ihnen spricht und wie diese Propheten Gott hören. Und dafür wird immer wieder ein bestimmter Begriff verwendet. Es wird immer wieder gesagt, das Wort Gottes geschah zu dem Propheten. Also es wird nicht gesagt, Gott sprach zu dem Propheten, sondern das Wort Gottes geschah zu ihm. Und ich finde es ganz wichtig, diese Unterscheidung wahrzunehmen, denn wir haben manchmal so
so in Gedanken die Vorstellung, dass das damals so war, dass halt Gottes Stimme immer so wie aus so einem Radio aus dem Nichts kam bei den Propheten und die, der ihnen was gesagt hat und dann haben sie halt weitergesagt, was sie gehört haben. Aber die Formulierung an sich beinhaltet ja schon, dass das eben nicht so war, sondern viel realistischer und viel eher so, wie wir es auch erleben, dass Gott spricht. Die Propheten erkennen Gottes Willen aus den verschiedensten Zusammenhängen. Das Wort Gottes geschieht ihnen und geschehen kann es auf die allerunterschiedlichste Art und Weise. Durch andere Menschen, bei Samuel eben auch, wie als würde die Stimme aus dem Nichts kommen, aber sie kann auch geschehen durch vernünftiges, gutes Beobachten und Nachdenken, die Ereignisse intelligent zu deuten und daraus Gottes Willen zu erkennen. Also immer wenn wir hören, das Wort geschah zu einem der Propheten, dann stellen Sie sich nicht vor, dass einfach das Radio aus dem Nichts kam, sondern dass diese Menschen auch gelernt haben aus ihrer Umgebung, aus dem, was ihnen passiert ist, mit den Jahren Gottes Stimme herauszuhören und zu deuten. Und er lernt als dritte Lektion direkt, dass als Prophet man auch unangenehme Wahrheiten aussprechen muss. Also gleich die erste Botschaft, die der kleine Samuel von Gott zu hören bekommt, ist eine höchst belastende. Die haben wir eben nicht gehört, denn Gott verkündet die Vernichtung der Söhne von Eli an, weil die nämlich ganz unmöglich sich verhalten haben. Sie haben ein völlig unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt, große Respektlosigkeit Gott gegenüber und das hat er angeprangert und deren Vernichtung angekündigt. Und verständlicherweise war Samuel nicht besonders erpicht darauf, diese Botschaft an Eli weiterzugeben und er tut es eben nur auf sein Drängen hin. Und auch das ist etwas, was wir bei Propheten immer wieder erleben. Die haben die Aufgabe, eben auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen und aufzudecken und auch die Konsequenzen dafür anzukündigen. Und natürlicherweise waren sie eben gerade deshalb bei den Mächtigen oft überhaupt nicht gern gesehen. Also drei kleine Lektionen, die wir über das Prophetsein lernen bei dem Kind Samuel im Tempel. Er wächst auf, ganz in der Nähe Gottes, sucht nach seinem Willen und fragt nach ihm. Er lernt erst Stück für Stück auf Gott zu hören und zu identifizieren, was denn Gottes Stimme eigentlich ist. Und er lernt, dass Prophetsein auch bedeutet, unangenehme Botschaften weiterzugeben. So, und dann der erwachsene Samuel. Der war eben, wie gesagt, Gestalter einer Zeitenwende, also einer großen Umbruchssituation. Und jetzt werden die wenigsten von uns und Ihnen leitend tätig sein in einer ganzen Nation, wenn ein großer Umbruch geschieht. Das halte ich jetzt eher für nicht so wahrscheinlich, dass uns das alle betrifft. Was uns aber durchaus passieren kann, ist, dass wir in unserem Leben immer wieder an Punkte kommen, wo große Veränderungen passieren oder auch kleinere Veränderungen passieren müssen. Und ich glaube, dass man aus dem, wie Samuel mit der Veränderung in seiner Situation umgeht, auch etwas mitnehmen kann für unsere persönlichen Veränderungsprozesse, Rat und Ermutigung. Samuel merkt, das alte System, in dem er lebt, hat keine Zukunft mehr. Er merkt, die Gesellschaft braucht Veränderung und will auch Veränderung. Und Samuel selbst ist zwar ein guter Richter, er muss feststellen, auch seine Söhne, die er eigentlich als seine Nachfolger einsetzen wollte, taugen nichts für das Amt. Und auch wie gesagt, im Tempel haben sich Elis Nachfolger nicht als hilfreich erwiesen. Es gibt auch da keinen Nachfolger. Was also tun? Man merkt diesen Texten an, und ich hoffe, man hat das auch hier gemerkt, es herrscht einfach Unsicherheit. Also auch bei Samuel und auch in der Bevölkerung. Man weiß nicht so richtig, was machen wir jetzt? Und Samuel möchte eigentlich keine Veränderung. Er hat Angst, sie würde den einem Menschen zu viel Macht geben. Also wenn einer jetzt König wird, würde der zu viel Macht haben, würde anfangen, das Volk auszubeuten und würde unterdrückende Herrschaftsstrukturen schaffen. Und er fragt sich, wer kontrolliert dann den König? Bisher musste sich das Volk eben in der Wahl einer Leitungsposition auf Gott verlassen. Und er hat Sorge, dass dann in Israel der König an die Stelle Gottes treten würde und seine Abhängigkeit von Gott vergisst.
Das alles spricht für ihn gegen eine Veränderung. Auf der anderen Seite merkt er aber auch, sie wird nötig. Und er kann auch das Volk nicht aufhalten. Und Sie kennen das vielleicht, wenn ein Veränderungsprozess ansteht, man gibt ungern das Alte auf. Und man sucht dann Argumente, warum man lieber beim Alten bleiben sollte. Und warum, das ist das Vertraute, das man gerne festhalten möchte. Und es gibt viele Bedenken, wenn etwas Neues beginnt. Und diese ganze Unsicherheit, was dann da kommen möchte. Und Samuel dann aber, er versucht zwar, das Volk umzustimmen, er sagt ihnen ganz ehrlich, was er denkt, aber als es dann nicht gelingt und als er auch feststellt, das wird nichts, akzeptiert er das. Er akzeptiert es und er sucht gemeinsam mit Gott nach einer Lösung, eine möglichst klare, eine einheitliche und eine gewaltfreie Veränderung in seinem Land zu schaffen. Und dafür tritt er tatsächlich freiwillig ab. Das finde ich schon beeindruckend. Also er hält nicht an seiner Macht fest, das hätte er ja auch tun können, hätte vielleicht sogar in einen Bürgerkrieg oder so etwas Ähnliches geführt. Stattdessen sucht er eben gezielt einen neuen König, der von Gott akzeptiert wird und der auch vom Volk akzeptiert wird. Und den er dann in einer öffentlichen Versammlung für alle sichtbar als König legitimiert. Und damit sorgt er ja auch für die breitestmögliche Anerkennung dieses neuen Königs. Das heißt, er macht das sehr klug, er macht das sehr vorausschauend. Er versucht, diesen Veränderungsprozess jetzt so zu gestalten, dass diese Veränderung möglichst friedlich und stabil ablaufen kann. Und er etabliert das neue Amt eines Propheten, das genau die Sorge adressiert, die er hatte, dass es eben kein Korrektiv mehr gibt für den König. Also einen Veränderungsprozess zu gehen und sich dann ganz hineinzugeben, wenn man sich entschieden hat, in den neuen Weg. Und vorausschauen zu schauen, was muss ich alles tun, damit dieser neue Weg eine stabile Zukunft hat. Und dann haben wir ja gehört, dass dieser Umbruch am Anfang erstmal nicht besonders gut funktioniert. Saul als König, ja, ist sozusagen ein Fail, der misslingt. Und seine Herrschaft kann sich nicht richtig etablieren, er kann das Volk nicht richtig ein. Und das trifft Samuel. Samuel trauert sehr und er zweifelt auch daran, ist das jetzt die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Ja, hätte ich das vielleicht doch anders machen sollen? Hätte ich vielleicht doch mich gegen einen König wehren sollen stärker? Weil er hatte Hoffnung darin gesetzt und er hatte sich ja da auch ganz rein investiert. Aber er gibt nicht auf, sondern er startet einen zweiten Versuch. Und beim zweiten Mal sucht er nicht den aus, der einen Kopf größer ist als alle anderen, sondern er sucht David aus, der von allen vergessen wird. Der von dem es immer heißt, ach ja, der ist ja auch noch da. Den sucht er aus, da kommt es dann nicht mehr auf das Äußere an, sondern der hat die entscheidenden Fähigkeiten, die es dann braucht, um den Staat zu einen. Aber was ich an der Person Samuel so spannend finde, ist, dass er stirbt, bevor er das erleben kann. Also Samuel weiß bis zum Ende seines Lebens nicht, dass David der allergrößte König werden wird, den Israel je hatte. Er weiß nicht, was wir heute wissen. Ja, dass wir sogar zu Weihnachten noch singen, Hosianna, Davids Sohn, ja, wenn wir Jesus besingen an Weihnachten. Er hatte keine Ahnung, was da kommen wird. Und er ist gestorben in einer Situation, wo Saul immer noch um sein Königtum gekämpft hat und David sich verstecken musste vor Saul, wo alles also unsicher erschien. Und das ist manchmal auch bei Veränderungsprozessen so, dass wir nicht immer alle Ergebnisse sehen. Wir haben uns sehr rein investiert, wir sind vielleicht mal gescheitert, wir haben noch einen neuen, zweiten Versuch, dritten Versuch gebraucht zu starten, wir haben es nochmal anders angefangen und nicht aufgegeben und manchmal sehen wir dann trotzdem die Ergebnisse nicht. Aber wir wissen nicht, was nach uns noch kommt und wir wissen auch nicht, was in den Leuten passiert. Vieles passiert auch so, dass es für uns nicht sichtbar ist. Und das, daran erinnert mich das Schicksal von Samuel und auch sein Ende, dass er eben vor dieser Offenheit bleibt. Also eine ganz vielfältige Person, der Samuel. Ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen Gedanken mitgenommen aus seinem Leben und für Ihr eigenes Leben anwenden konnten. Und eine Sache hat Samuel in seinem ganzen Leben nicht vergessen.
was sein Anfang war. Das hat er auch für sein Ende nicht vergessen. Dass er selbst ein Geschenk Gottes war, ein lang erbetenes und ersehntes Geschenk, das wusste er. Und er wusste das auch für sein Volk. Er wusste auch, dass sein Volk nur lebt und erhalten wird und durch Gott und dass es ganz auf ihn angewiesen ist. Und bei allen Entscheidungen, bei allen Veränderungsprozessen ist es das, was er nie vergessen hat. Dass sie zuallererst, dass es am wichtigsten ist, dass sein Land, seine Gemeinschaft diesen Gedanken zuallererst bewahrt. Das ist wichtiger als all das System, wichtiger als die Machtstrukturen, wichtiger auch als er selbst. Und dafür hat er alle seine Fähigkeiten, alle seine Gedanken in die Waagschale geworfen und hat sich dabei aber immer zuerst auf Gott und auf seine Leitung verlassen. Und ich glaube, darin kann er uns auch zum Vorbild werden, wenn wir eben selbst eine Veränderung wagen müssen oder wollen. Amen.